Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Jo, im letzten Part haben wir den Arenaleiter von dieser Stadt hier besiegt. Wir sind sehr, sehr gut durchgekommen, weil wir als neues Teammitglied Michelle haben, einen Knackleon. Und ja, sie hat so gesehen die ganze Arbeit übernommen. Wir haben nur mit ihr gekämpft, wir brauchten gar nicht wechseln, weil Elektroattacken konnten nicht eingesetzt werden, weil das keine Wirkung bei ihr hatte. Daher war es eigentlich schon sehr, sehr nice. Und gut, dass wir Knackleon noch gefangen haben und dass wir sowieso sie als Teammitglied jetzt haben, weil sie war ja eigentlich nicht geplant, so gesehen. Ich hatte sie ja lange Zeit nicht auf der Liste, weil ein anderes Pokémon da stand. Sobald das Team vollständig ist, kann ich euch auch mal sagen, welches Teammitglied ich mit aufnehmen wollte. Beziehungsweise, falls wir das Pokémon auch irgendwann mal sehen werden im Trainerkampf oder so. Kann ja auch passieren. Zwei Teammitglieder fehlen uns noch. Aber die werden wir auch noch holen. Dauert zwar noch ein bisschen. Ich kann ja mal kurz auf die Liste schauen. Ja, ein bisschen dauert es noch. Aber auch nicht mehr ganz so lange. Ein paar wenige Parts, denke ich. Kommt drauf an, wie schnell wir jetzt mit der Stadtrundfahrt. Wie schnell wir da fertig werden. Weil wir sind noch nicht fertig hier mit Iona City oder wie die heißt. Wir müssen die noch weiterhin erkunden. Allerdings möchte ich erstmal kurz zum Pokécenter und nochmal kurz Michelle mal heilen. So ein paar Tränke habe ich im letzten Part auch umsonst ausgegeben, weil ich ja mit Nico am Anfang noch gekämpft habe, den dann geheilt habe, obwohl ich den gar nicht brauchte mehr. Stimmt, Michelle dann mal dort wegnehmen. Von der 1, weil sie ist jetzt erstmal schön hochgelevelt. So, Schaufler kann man auch jetzt so einsetzen auf der Overworld. Schaufler bewirkt dasselbe wie ein Fluchtseil. Bedeutet, theoretisch könnten wir unsere ganzen Fluchtseile verkaufen. Und ja, so, da kommen wir nicht rein. Dann hier hinter gibt es noch Gänge. Gibt generell noch Gänge. Für 3er-Kämpfe und 3 Umkämpfe braucht man jeweils 3 Pokémon. Tja, was soll ich also tun? Ich habe leider erst 2 Partner an meiner Seite. 3 Umkämpfe und 3er-Kämpfe gibt es ja schon in dieser Generation? Geil! Ich mag die. Hatten wir bisher noch gar nicht. Also, wird es mal Zeit. Wir haben ja jetzt noch genügend Mitglieder. Mein Yin Yang. Noch habe ich mich in Rayono Citys Lichter mehr zu Hause gefühlt, aber mittlerweile ist mir alles zu laut und zu grell geworden. Ob ich lieber aufs Land ziehen sollte, würde mein Pokémon gewiss auch sehr gut tun. Es sollte auch Leute geben, denen von Team Plasma ihr Pokémon gestohlen wurde, die es bis jetzt noch nicht wiedergefunden haben. Alter, stellt euch vor, Pokémon wird euch geklaut, was euch so wie ein bester Freund am Herzen liegt und dann... Wow, es ist gestohlen worden. Der Wunderwerfer lädt im Kampf Stück für Stück auf. Und ermöglicht so den Einsatz diverser Items, okay? Schaltest du mit deinem Freund per Drattel oder DS-Datenübertragung in Kampf, so kannst du über die Kampfregeln mittels Wunderwerfer Items zum Einsatz bringen. Ja gut, das funktioniert ja eh nicht mehr. Obwohl, na gut, doch, das schon, wenn man so 2 Nintendo DS hat und da gegeneinander kämpft. Das klappt ja noch, aber nicht mit Internet. Das stimmt. Sollte man doch mal unterscheiden. Wenn dir der Sinn nach Tennis oder Basketball steht, dann begib dich doch einfach zur Sporthalle. Sprechen heute nicht drüber. Man gewusst, im Sportstadion werden regelmäßig zu festgelegten Zeiten Baseball- und Football-Begegnungen ausgetragen. Na sowas, sieh mal eine an. Dein Molly Bomber scheint dich ja richtig gern zu haben. Das ist so berührend. Da habe ich doch glatt etwas für dich. Eine Sanftglocke. Gib einem Pokémon die Sanftglocke und es wird noch so traulicher werden. Ja. Aber interessant, dass Michelle uns schon so dolle mag. Jo, passt doch. So waren wir jetzt hier drin, ich glaube ja. Doch, hier waren wir, genau. Ja? Oder? 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 Da. Naja, waren wir noch nicht. Ein schillerndes Rockheimen. Da fehlen mir echt die Worte. Finde ich nicht. Pokémon leuchten angeblich hell auf, wenn sie aus hohem Gras oder dergleichen vorher vorspringen. Meinen sie jetzt Shinies? Cool.
Wenn ein Pokémon, das dir sehr ans Herz gewachsen ist, sich entwickelt, beeinflusst das noch lange nicht seine Bindung zu dir. Nur dein Molimorba zum Beispiel, ihr scheint auf einer Wellenlänge zu liegen. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Cool. Ja, ich bin von Michelle auf jeden Fall von Molimorba. Moment, das ist ja Nico. Ups. Ups. Aber trotzdem mit Nico bin ich auch zufrieden. Ups. Fail. Finde, Rayo nutzt die Streit beinahe so hell wie die Sonne. Ja, die Sonne. Passend dazu solltest du jetzt von mir das hier bekommen. Sonnenstein. Das verstärkt, glaube... Nee, löst die Entwicklung bei bestimmten Pokémon aus. Stimmt. Es gibt verschiedene Arten, auf die sich Pokémon entwickeln können. Bei manchen setzt die Entwicklung ein, nachdem sie ein Level aufgestiegen sind. Oder wenn man ihnen bestimmte Items zum Tragen gibt. Andere wiederum entwickeln sich per Tauschpokémon. Professor Esche kann dir das alles sicher ganz genau erklären. Ja, unsere Pokémon, die wir haben, die entwickeln sich alle per Level. Bedeutet, da bringt es jetzt nichts, um ein Item zu geben oder so. Rayon und Cindy kann man seine Pokémon so gut wie überall trainieren lassen. Oh, Team Rocket ist da hinten. Nicht Team Rocket, Team Plasma mit Retro. Da gehen wir noch hin. Aber vor zwei Parts waren die noch nicht da. So, hier, achso, das ist die Metro, genau. Sagst du hier, nicht Mackerel, sondern welch so brav war, durfte ich heute wieder in den Vergnügungspark. Zwar ist sogar mein Grillmarkt dabei. Einmal mit der Astrabahn fährt, rauscht man mit einem Affenzahn hin und her und auf und ab. Ist fast so, als setze man die Attacke kurz zu Keep ein. Ja, was ist das hier? Musiktheater. Dekoartikel plus Musik plus Tanz. Wonder pur. Dann gehen wir mal da rein. Hallo, sehr erfreut wirklich. Willkommen in meinem Musiktheater. Also ich muss schon sagen, du siehst mir nach einem famosen Trainer aus. Pokémon mit allerlei Dekoartikeln zu schmücken, nennt man Dekospaß. Probier das doch mal, ja? Also brauchst du natürlich eine Dekobox. Hier, bitteschön. Gibt's das in dieser Generation auch? Okay. Ja gut, war in der vierten Generation Teil des der Wettbewerbe in Herzhofen. War eigentlich ganz nice, meiner Meinung nach. Aber hier habe ich jetzt nicht das Verlangen. In der Deko-Box findest du Deko-Artikel, mit denen du Pokémon kostümieren kannst. Wähle doch zunächst mal ein Pokémon aus. Okay. Dann machen wir mal Jonas. Vielleicht müssen wir das jetzt hier mal machen. In diesem Sinne, auf die Deko, fertig, los. Okay, dann probieren wir das jetzt aus. Mit einem Touchscreen müssen wir hier arbeiten. So. So, dann vielleicht... Würde das hier irgendwie passen? Nee, das passt irgendwie nicht. Hä? Ich hab hier das Mikro. Ist auch nicht. Das passt doch. Das passt auf jeden Fall. Hier die Brille vielleicht. Das wird, denke ich mal, nicht passen. Nee. Zu groß? Ein bisschen zu groß? Hallo, ich möchte. Das ist ein bisschen ungenau hier, finde ich. Warte, das passt doch bestimmt. Ich möchte das eigentlich so. Ja, gut. Ich möchte das so haben. Was ist das eigentlich? Streifenkrawatte. Nee, 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 nee. Das sieht nicht schön aus. Also, das ist dieses Ding. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Gott, nee. Ändert sich das noch? Nee. Versuche so viel wie möglich hier halt dran zu machen. Keine Spellschläger. Nee. Denk mal, es passt dann auch. Hier, da gibt's noch eine Krawatte. Achso, die hatte ich ja schon ausprobiert. Machen wir mal auf, okay. Bravissimo! Du hast wirklich einen ganz ausgezeichneten Modegeschmack. Wer sein Pokémon kostümieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Ich würde mich also freuen, wenn du hier bald bei einem Musical mitmachst. Alle Informationen dazu erhältst du an der Rezeption. Also ich sehe das Ergebnis deiner Arbeit dann auf der Bühne. Solche Sachen wie zum Beispiel das hier, das
Denke ich mal, kann man auch machen, nachdem wir mit der Arena durch sind, nachdem wir sowieso mit allem durch sind. Dann ist Zeit für sowas, finde ich jetzt. Aber jetzt noch nicht. Damit halt auch vielleicht diese Eingangspassage kann man halt auch nach der Arena, nicht nach der Arena, nach der Pokémon-Liga. Ich meinte übrigens die Pokémon-Liga eben, nicht Arena. Dass man jetzt danach das macht. So, hier geht man zu Route 6 oder so, ist das glaube ich, oder 4? Ne, 4 waren wir schon. Okay. Ein gutes Zusammenspiel mit seinen Pokémon ist das A und O im Sport. Geh zum Sportstadion und zur Sporthalle, dann siehst du, was ich meine. So, ja, genau. Hier ist das Sportstadion. Cool, da gehen wir noch rein. Danach kümmern wir uns um Team Plasma. So lange muss Retro noch warten. Die Fußballer trainieren gerade hier schon im Stadion. Das Timing ist öffentlich. Training ist öffentlich. Es kann also jeder zusehen, der möchte. Trainiere meine Pokémon so, dass sie wie die meiner lieben Sportler werden. Okay. Wenn man sie nicht zu hart dran nimmt. Ich bin Fußballer. Leider kann ich dir kein Autogramm geben, weil ich mir die Hand verletzt habe. Aber zeig doch mal, wie hast du denn auf deinen Trainerpass unterschrieben? Meine Wurftechnik für Pokébälle hat mich der Torabwurf eines Torhüters inspiriert. Okay. Man hier irgendwo hin. Oh, direkt aufs Feld. Ja, moin. Als ob man hier einfach aufs Feld darf. Oh, das sind Trainer. Cool. Dann haben wir jetzt hier auch noch ein paar Trainer. Es ist nicht ganz so langweilig. Und wenn es hier ein paar mehr sind, werden wir dann wohl im nächsten Part dann zu Team Plasma gehen. Es sei denn, wir schaffen das nur in diesem Part, weiß ich nicht. Oh, ein Havitaub. Okay, wir hatten die Vorentwicklung schon gesehen. So. Da wäre natürlich jetzt dementsprechend vielleicht Nico ganz, Michael ganz cool, aber wir versuchen es mal mit Nico. Wow, Volltreffer natürlich haben, hat er natürlich so ein Glück. Ah, ich muss zu Michelle wechseln. Meine Gesteinsattacke. Außerdem ist Michelle sowieso kurz vor Level 30. Ich möchte ja auch noch Level 30 gönnen. Wow, was? Schon wieder ein Volltreffer? Ist doch nicht sein Ernst. So, tschüss. Bis Havitaub. Level 30. Und Level 28 für Nico. Schmeichler. An die Attacke kann ich mich gar nicht erinnern. Speichert den Ziel, um es zu verwirren. Erhöht dessen Spezialangriff. Nee, auf keinen Fall. Es kommt auf keinen Fall rein. Das ist mir einfach zu riskant. So, das besiegt. Mann. Zwei Pokémon hier auseinandergenommen durch zwei Volltreffer. Hier, den gebe ich dir. Ich teile ihn gerne. Und Trank, danke dir. Den kann ich gut gebrauchen. Ich und mein Pokémon-Team müssen wohl eine ganze Ecke härter trainieren. So. Dann natürlich jetzt hier einmal kurz heilen. Lass dich ruhig mal einen Supertrank. Oder einen Supertrank für Michelle mal. Falls wir sie einwechseln müssen. Und nur einen normalen Trank für Nico. Ach komm, noch ein. Pass. Schön, dass in dieser Generation das schon so eingeführt wurde, dass man mehr Tränke hintereinander nehmen kann. Weil in der vierten Generation, zumindest in Perle und Diamant, war es zum Beispiel noch so, dass man, wenn man einen Trank eingesetzt hat, wieder zum Koffer, zum Rucksack zurückkam. Koffer, sondern Rucksack. Oh, ein Kiesling. Nico, da muss ich dich wieder auswechseln. Da ist René am besten. Aber schön, dass wir jetzt so eine Vielfalt haben mit vier Pokémon, dass wir halt doch schon das öfteren durchwechseln können. Oh, nee, ist auch kurz mein Erwerb. Das ist die ganze Zeit schon. So, Kraftwelle. Ja, hat Lichtschild gemacht, nützt ihm aber rein gar nicht. Boah. Ah nee, Eisenabwehr macht er. Na gut, das nützt ihm natürlich was. Warum macht es auch so wenig Schaden? Schön paralysiert. Lebensschelle. Effektiv, aber macht nicht so viel aus. Wir setzen mal Metallzaun ein. Ah, Mist. Aber gut, er kann auch nicht angreifen. Ey. Im Ernst.
Eine Wasserattacke wäre jetzt nicht schlecht. Versuchen wir mal. Durch zweimal Genauigkeit senken. Dreimal nicht angreifen. Pff, klar. Zu wen könnten wir denn wechseln? Zu Jonas. Macht jetzt eher keinen Sinn mehr, die AP zu verbrauchen. Darauf habe ich dann auch keinen Bock. So, da setzen wir einfach mal einen Megasauger ein. Das umgeht den physischen, die physische Verteidigung. Tschüss. Ja, ich muss auch sagen, ich habe zu wenig aufgepasst. Ich dachte zuerst, Lichtschild wird eingesetzt. So. Na, und Trank. Sehr cool. Sind das hier alles Trainer? Schauen wir mal. Kämpfst du? Ja! So, ich hoffe mal, dass jetzt jemand kommt und Nico angreifen kann, vielleicht. Möglicherweise. Maybe. Theopada. Theopada hatte ich mehrmals im wilden Pokémon-Kampf und da habe ich halt keine guten Erfahrungen gesammelt. Theopada. René, das schaffst du. Kampf sollte eigentlich auch sehr effektiv sein. Mogelhieb. Was war das nochmal für eine Attacke? Aber lässt auf jeden Fall zurückschrecken. Das weiß ich. Kann man nur ein oder zweimal einsetzen hintereinander. Oh, tschüss. Moment mal, ist Cleopatra Unlicht nur Unlicht oder Unlicht normal? Wenn Unlicht normal, dann wäre ja Kampf vierfach effektiv. So, die Tränke nehme ich hier immer gerne mit, also so ist es nicht. So, besonders ein Torwart sollte das jedoch tun, nichts vermeiden. Es kann, ja gut, ich weiß jetzt nicht, was er da am Anfang gelabert hat. Begegnet man einander auf gleicher Augenhöhe, kommt man sicher gut miteinander aus. Das gilt für die Spieler einer Fußballelf genauso wie für einen Trainer und seine Pokémon. Ein wahrlich starker Trainer tut immer alles, was in seiner Macht steht. Das stimmt allerdings. So, hier gibt es wahrscheinlich nochmal Trainer. Nee. Laufen, laufen, immer schön laufen. Aber dabei das Denken nicht vergessen. Für einen famosen Doppelpass spielt man zunächst präzise einen Mitspieler an und läuft sich dann schnell frei, um dessen anschließenden Pass annehmen zu können. Ja, sind hier keine Trainer mehr, also schaffen wir doch noch zu Team Plasma, denke ich mal, zu gehen. Das war schön anzuschauen und macht viel Spaß. Dasselbe kann man auch über Pokémon-Kämpfe sagen. Spielt man mit einem Pokémon-Fußball, nennt man das Pokémon-Fußball. Oh. Oder kurz Pokéball. Ach nein, das war ja was anderes. So, interessantes Tor, ist kein Netz drin, sondern ist dort Schutzschild. Okay. So, dann sind wir hier auch wieder weg. Wie gesagt, ich dachte, hier ist dann sind halt mehr Kämpfe zu sehen. Hier oben gibt es noch was, aber gut, das hier. Als Kind träumt man davon, irgendwann zu sein wie seine großen Sportidole. Ja, nicht jedes Kind. Hier gibt es noch Zuschauer. Das kann schon an einem Wunder, wenn man bedenkt, wie es diesem Sport gelingt, mit einem kleinen Ballenlächeln auf die Gesichter von Menschen und Pokémon zu zaubern. Das ist schon krass, wenn man das so überlegt. Man sieht diesen Profis sofort an, dass sie echt was auf den Kasten haben. Im Spielfeld geben die Spieler immer ihr Bestes. So, sonst ist hier nix. Gut, dann geht's zu Team Plasma. Ich denke mal, den werden wir nochmal ordentlich in den Arsch treten. Auf jeden Fall habe ich Bock darauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann, ja, Nico ist vorne immer noch. Ja, der bleibt mal vorne. Ich möchte mal kurz was schauen. Wir haben jetzt so zwei neue Teammitglieder. Wer hätte es gedacht? Gibt es irgendwelche Attacken, die sie erlernen könnten? Giftschock? Nee. Oder auch nicht. Erholung auch nicht. Kieferattacken gibt es immer noch nicht. Felsgrab haben wir schon neu geschaut. Liegen, denke ich mal, kann keiner einsetzen. Leider nein. Ja, das ist so schön, um wahr zu sein. Ja gut, geht nicht. Ein Elektro sowieso nicht. Hey, ihr da! Ey, ihr da! Was macht ihr denn da? Gar nichts. Wir stehen hier nur ein bisschen rum, Alter. Außerdem könnten wir dich dasselbe fragen. Was haben wir dir überhaupt getan, dass du uns so angehst?
Tut nicht so scheinheilig. Glaubt ja nicht, dass ich euch fiesen Pokémon, die eure Missetaten durchgehen lasse. Ihr werdet meinen Zorn schon noch zu spüren bekommen. Dieser Trainer von heute ist dermaßen überheblich. Ist echt schlimm, Alter. Du glaubst wohl, nur weil deine Pokémon stark sind, bist du es auch? So eine Lachnummer wie du ist mir eigentlich sowas an egal. Aber ich kann es einfach nicht leiden, wenn man mich so plump mit mir anlegt. Dennis, ich zähle auf deine Unterstützung. Ja, kriegen wir hin. Gibt's jetzt so zwei Doppelkämpfe? Oder, also jetzt er ein Doppelkampf, ich ein Doppelkampf, oder wie? Dann werde ich mal Jonas mit nach vorne holen. Auf den zweiten Platz. Falls jetzt ein Doppelkampf kommt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Nee. Das sieht nach einem einfachen Kampf aus. Schade. Genau. Einfacher Kampf. Oh! Ein Gift-Pokémon. Da ist doch Nico gerade zur richtigen Stelle. Und da sieht man gleich auch, dass Nico trotzdem ordentlich Power hat. Ich hätte ihn Psychoschock einsetzen, nachdem er seinen Schlammbart macht. Ist das bestimmt One-Hit. K.O. Ja, wunderbar. Der war leicht. Das gibt's doch gar nicht. Dabei habe ich doch über die letzten 2 Jahre so was trainieren lassen. So, jetzt ist der andere an der Reihe. Wir haben keine Möglichkeit, jetzt noch irgendwie Teammitglieder zu wechseln. Ist auch nicht so schlimm. Was ist doch eine Frau? Wer setzt? Ah, okay. Guck, Marder. Normal Pokémon, glaube ich. Also nichts Besonderes. Ja, dann Psychoschock. Von Fußstrahl. Ist das dein Ernst? Habe ich gar keinen Bock drauf. Ach Mann. Wir versuchen es nochmal. Jetzt kommt noch eine Hypnose. Ist es. Ach, nee. Trifft so auch noch. Ja, dann wechseln wir natürlich. Aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Jonas. Wir sind mit den Gegnern auf dem ungefähr gleichen Level. Zum Beispiel Jonas ist gleich auf mit dem Kuckmaler. Eigentlich ganz interessant. Botzahn. Das macht extrem viel Schaden. Megasauger. Dass wir ein paar KP wieder zurückbekommen. Ich das jetzt die nächste Attacke uns besiegt. Wow, das macht wenig. Wieder her. Ey! Mir reißt, ich wechsle zu René. Dann Krafthieb oder wie das hieß. Der ist weg. Zumal Hypnose trifft jetzt auch so häufig. Kraftwelle, so heißt die Attacke. Nicht Kraftschub. Was ich gesagt. Ja, ist klar. Komm René, jetzt. Ja, wunderbar! Besieg es! Endlich! Jonas erreicht Level 28. Slam! Das ist eine normale Attacke, glaube ich. Stärke 80, Genauigkeit 75. Aber Rückkehr ist besser. Hat 100 Genauigkeit und inzwischen eine sehr große Stärke, weil das Vertrauen zwischen uns extrem groß ist. So. Oh, nee. Die gleiche schmerzhafte Niederlage wie vor 2 Jahren. Es tut weh. Nicht erfassen. Nicht zu fassen. Dass wir gegen 2 Kinder verloren haben. Mit solcher Stärke müssen wir uns sehen wollen. Dann rücken wir mal besser mit der Sprache raus, was? Die Sache ist ganz einfach, Alter. Wir sind auf der Suche nach etwas. Etwas, das es dem Biest ermöglichen wird, seine wahren Kräfte zu entfalten. Nun dann, leb wohl. Besser. Fünf Jahre ist es nun her. Damals hat Team Plasma das Philelou meiner kleinen Schwester gestohlen, das sie einst als Geschenk bekommen hat. Ich war zu dieser Zeit nur ein kleines Kind. Ich konnte absolut nichts tun, aber ich habe mir damals geschworen, stärker zu werden, eines Tages doch etwas unternehmen zu können. War nicht schlecht. Du weißt offensichtlich, was du tust. Also dann. Oh, danke. Wie wäre es damit,
füllst weiterhin schon fleißig dein Pokédex auf. Wenn du richtig stark geworden bist, stehst du mir im Kampf zur Seite. Ich zähle in Zukunft auf dich. Jo, Retro. Unser Vertrauen oder unsere starke Haste. Aber was ich mich frage, ist Fililu. Hat er es wiederbekommen oder besser gesagt seine Schwester? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, hat man das in Pokémon Schwarz oder Weiß erfahren? Beziehungsweise hat man generell von dieser Geschichte was mitbekommen? Das würde mich mal sehr interessieren. Und wenn man weiß, ob er es wieder zurückbekommen hat, schreibt das mal einfach in die Kommentare. Der Part endet hier, an diesem Punkt. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.